Auch beim Geschirrspülen kann man Energie und Wasser sparen. Ist natürlich umso leichter, wenn man alleine in einem Single-Haushalt oder nur zu zweit wohnt. Und zwar kann man viel Energie sparen, indem man nur ein Gläserprogramm benutzt. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel Teller nicht übermäßig schmutzig sind und man sonst größtenteils Geschirr über den Tag hatte, dann macht man das nur, indem man Geschirrmittel nachfüllt. Und nur ein Programm für Gläser nutzt. Außerdem kann man natürlich viel Energie sparen, indem man das macht wie ich. Ich habe jetzt keine große Geschirrspülmaschine, sondern nur so eine kleine Büro-Geschirrspülmaschine. Die kostet dann halt vielleicht nicht 450 bis 600 Euro mit A++ oder so, sondern halt nur unter 150 Euro. Ist natürlich in der Küche auch wesentlich kleiner und verbraucht alleine schon deswegen, weil sie kleiner ist, ein Drittel weniger Wasser. Und ma die meisten Maschinen sogar ein Drittel weniger Energie. Weitere Videos von mir könnt ihr euch gerne anschauen.